Nach zweijähriger Vorbereitungszeit startet unser Roadtrip am 28.08.2015 in Wien-Schwechat. Nach einem ca. 10-stündigen Flug kamen wir wohlbehalten, aber müde um Ortszeit 19.55 Uhr in New York an. Dann ging es gleich weiter mit dem Taxi zum Hotel. Um 11 Uhr ging es dann vom Battery Park los mit dem Schiff Richtung Freistatue. Wieder im Land waren, spazierten wir zu unserer nächsten Station in Ground Zero. Seit dem vorherigen Terroranschlag am 11. September 2001 hat sich hier viel getan. 2014 wurde das One World Trade Center eröffnet mit 541 Metern, das höchste Gebäude von New York.
Dort, wo früher die Zwillingstürme standen, stehen jetzt zwei Gedenktürme. Unsere erste Station am 30.09. war gleich mal das ESB, das Empire State Building. Mit 443 Meter das zweithöchste Gebäude von New York. Das ESB wurde 1931 eröffnet und hat eine Aussichtsplattform im 86. und im 102. Stock. Never is easy.
mehr als den 102. Stunden. Was? Und dann spazierten wir weiter die 5. Straße Richtung Central Park. Vom Central Park geht's dann mit der U-Bahn nach Chelsea, wo wir zuerst mal den Chelsea-Markt mit seinen über 35 Gastrobetrieben besuchten. Wurde 1929 erbaut, um den LKW-Verkehr auf Schienen zu bringen. Ist das dein Dings? Heute am zweiten Tag sind wir gerade noch Kaffee. Das ist ganz was Spezielles, das ist oder? Das war ja keine Vorspeise. Vielleicht die Mühe kurz erklären. Mmm.